spricht der Führer. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Heerschau unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Volk. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, jede Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht erfassen. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Und ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses "Ich glaube", sondern der Spur "Ich kämpfe". Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein, die wir in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Ort sein. Einst haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswillen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sich bei ihr einzubinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb innerlich nicht zu uns gehört.
erziehen und festigen und auf deren Schulden tragen.